Herr Hoeneß, früher waren es Deißler und Hitzfeld, dann kam Robert Enke, jetzt sind es Miller und Rangnick. Ist diese Branche unmenschlich? Die Branche ist überhaupt nicht unmenschlich. Ich denke, was jetzt hier passiert, ist das, was auch in der Gesellschaft, in jeder anderen Firma passiert, dass Menschen mit dem Druck, der sie umgibt, der auch von der Gesellschaft, von der Umwelt, von den Familien auf sie reinprasselt, einfach nicht fertig werden und dann eben eine Auszeit benötigen. Und ich glaube, wir sollten jetzt nicht anfangen, den Fußball in eine ganz spezielle Kaste zu stecken. Der Fußball ist repräsentativ für die Gesellschaft. So wie es beim Fußball passiert, passiert es auch in anderen Firmen. Und doch hat man ja das Gefühl, dass diese Fälle häufiger auftreten. Oder glauben Sie nur, dass das Leid öffentlicher gemacht wird? Natürlich wird der Druck größer, aber der Druck wird überall größer. Der Druck wird in den Firmen größer. Die Informationen übers Internet, über alles, die prasseln auf die Menschheit herein. Es gibt fast nichts mehr zum Ausruhen. Jeder ist ja immer erreichbar. 24 Stunden kommen Nachrichten auf uns. Und ich denke, dass das alles dazu geführt hat, dass die Gesellschaft allgemein mehr Druck hat, und das ist auch im Fußball so. Was kann man dagegen tun? Wie gehen Sie damit um? Da kann man gar nichts dagegen tun. Man kann versuchen, in seinem Umfeld sich auch die notwendigen Ruhezeiten zu gönnen, auch in den Familien, in der Freizeit abzuschalten. Man muss versuchen, sich Freiräume zu schaffen. Man muss versuchen, nicht 7 Tage die Woche immer unter Strom zu stehen. Man muss sich das bewusst machen. Man muss auch mal abschalten. Man muss auch mal Urlaub machen. Man muss auch mal am Wochenende einfach mal nichts tun. Man muss. Aber geht das in dieser Branche überhaupt? Zum Beispiel als Trainer? Ja, selbstverständlich geht das. Und man muss mal dieses alberne Handy, den iPad, die Computer ausschalten und dann versuchen, wieder ein normaleres Leben zu führen, wie wir alle in den letzten Jahren eben gelebt haben. Sie haben ja den Fall Deißler erlebt zum Beispiel. Sie haben den Fall Ottmar Hitzfeld erlebt, der 2004 gesagt hat, ich hatte das Burnout-Syndrom. Welche Lehren haben Sie daraus gezogen? Das war ja in Ihrem direkten Umfeld. Ja, aber ich habe in den letzten 30 Jahren bestimmt hunderte von Spielern erlebt, und es ist mit Sebastian Deißler ein Spieler jetzt extrem bei uns vorgekommen. Es hat sicherlich den einen oder anderen Fall auch gegeben, der nicht so aufgekommen ist. Aber ich glaube nicht, dass jetzt im Fußball etwas passiert, was in anderen Firmen nicht passiert. Also wir sollten aufhören zu glauben, dass diese Problematik ein ganz fußballspezifisches Problem ist. Das ist sie absolut nicht. Ich glaube eher, dass es in den Firmen im Alltag viel mehr Burnout-Syndrome gibt als im Fußball. Und doch wird sich die Frage stellen, wie geht man damit um? Zum Beispiel auch mit dem Problem der Stigmatisierung. Was glauben Sie, was passiert, wenn die Betroffenen versuchen, zurückzukommen in die Branche? Würden Sie denn einen Trainer einstellen, der von sich aus gesagt hat, ich habe das Burnout-Syndrom gehabt zumindest? Das kommt immer darauf an. Wenn man einen Trainer oder einen Spieler einstellt, führt man ja vorher Gespräche. Man versucht, hinter das Problem zu kommen. Und wenn Sie sagen, Ottmar Hitzfeld hat 2004 das Syndrom gehabt, dann haben wir ja bewiesen, dass wir danach ihn wieder eingestellt haben, weil wir überzeugt waren, dass er nach einer gewissen Ruhepause wieder in der Lage war, diesen Job auszuüben. Herr Hoeneß, vielen Dank. Bitteschön.